Hallo und willkommen zurück bei Love to Skate. Heute lernen wir den Rittberger. Ihr kennt schon den Salchow, ihr kennt schon den Tulop und jetzt wollt ihr euch an die ersten richtig schwierigen Sprünge ranwagen. Der Rittberger wird von rechts abgesprungen und auf rechts wieder gelandet. Das heißt, er ist schwieriger als die ersten beiden Sprünge. Um den Rittberger zu lernen, empfehle ich immer, über den Einwärtsdreier zu starten. Weil über den Einwärtsdreier könnt ihr etwas mehr Momentum erreichen. Also ihr könnt euch besser in den Sprung hineinschwingen. Gut ist es auch, wenn ihr die Rückwärts-Jump-Pirouette schon gelernt habt und den Einwärtsdreier gut beherrscht. Also üben wir jetzt erstmal den Einwärtsdreier und das Spielbein vorne lassen. Generell hilft es natürlich auch, eine ganze Drehung von zwei Beinen auf zwei Beinen zu können. Das seht ihr im Dreiersprung-Video, aber ich zeige euch das mal. Euren ersten Rittberger springt ihr mit wenig Schwung, aber auch nicht zu wenig Schwung, aus dem Stand mit einem Einwärtsdreier. Nehmt ein klein wenig Schwung, macht einen Einwärtsdreier. Und dann immer mit etwas mehr Schwung. Also so viele Vorübungen mache ich ehrlich gesagt gar nicht für den Rittberger. Ich achte immer darauf, dass der Sportler den Salchow beherrscht. Und dann muss man sich trauen. Für den Rittberger braucht ihr auf jeden Fall Durchhaltevermögen. Ihr müsst euch nämlich wirklich trauen, ins Knie zu gehen, abzuspringen und mit den Armen ordentlich zu arbeiten. Achtet mal drauf, dass euer rechter Arm, euer rechter Ellbogen zur Wirbelsäule möchte. Diese Vorübung könnt ihr machen, um euren Rittberger zu verbessern. Achtet auch darauf, dass die rechte Hand zuerst an den Körper kommt. Ich hoffe, ihr übt fleißig. Bis zum nächsten Mal bei Love to Skate.